Werkzeugpaletten werden in ARIS Commander oder AutoCAD verwendet, um die Produktivität der Arbeit durch die Verwendung von angepassten Werkzeugen zu verbessern. Werkzeugpaletten können importiert und exportiert werden, um sie mit Kollegen zu teilen. In ARIS Commander finden Sie einige bereits vordefinierte Beispielwerkzeugpaletten. Was aber wichtiger ist, Sie können die Paletten mit den Werkzeugen Ihrer Wahl anpassen. Sie können auch neue Paletten hinzufügen oder bereits vorhandene Paletten importieren. ARIS Commander verwendet das gleiche XTP-Format wie AutoCAD, sodass Paletten, die in einem Programm erstellt wurden, im anderen verwendet werden können. Der einfachste Weg, um eine Palette zu erstellen, ist es, Icons für bestimmte Befehle per Drag and Drop hinzuzufügen. In diesem Beispiel nehmen wir einen Linienbefehl. Wir legen ihn in die Palette und wollen ihn noch individuell anpassen. Jedem Befehl können spezifische Einstellungen, wie zum Beispiel in diesem Fall Layer, Farbe, Linientyp oder Linienstärke, zugewiesen werden, um ihn mit vordefinierten Einstellungen zu verwenden. Das Werkzeug Kaltwasser ist zum Beispiel eine blaue Linie mit einer vordefinierten Stärke. So können Sie zum Beispiel nicht nur Blöcke zu Ihren Paletten hinzufügen, sondern auch vorkonfigurieren, wie sie eingefügt werden, zum Beispiel mit einem vordefinierten Skalierfaktor oder Drehwinkel. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Werkzeugpaletten zu öffnen. In der Multifunktionsleiste befinden sich die Werkzeugpaletten auf dem Ribbon Einfügen. Sie können auch den Befehl Werkzeugpalette eingeben oder das Alias TP verwenden. Alternativ können Sie auch STRG und 3 drücken. Wie bei anderen Paletten können Sie mit der rechten Maustaste in den Ribbon-Bereich klicken und dann aus dem Kontextmenü auswählen. Die definierten Registerkarten können geändert werden. Sie können zum Beispiel die Reihenfolge ändern, indem Sie sie nach oben oder nach unten verschieben. Wir können sie auch umbenennen und Trennlinien und Kategorien hinzufügen. Vergessen Sie nicht, Ihre Änderungen an den Paletten zu speichern, indem Sie auf dieses Icon klicken. Wir wollen nun unsere ersten Inhalte definieren. Der einfachste Weg, einen Block zur Palette hinzuzufügen, ist per Drag and Drop. Auf die gleiche Weise können wir Schraffuren oder Füllungen hinzufügen. Die vordefinierte Palette Schraffuren zeigt viele Beispiele dafür. Sie können auch anpassbare Blöcke oder dynamische Blöcke hinzufügen. Lisp-Routinen und vieles mehr. Für Bemaßungen können Bemaßungswerkzeuge mit spezifischen Stilen definiert werden. Schauen wir uns noch einmal einige Zeichenelemente an. Hier haben wir Linien, die sich auf dem Layer Wände befinden. Ziehen wir eine dieser Linien in unsere Palette. Diese spezielle Linie hat zugewiesene Eigenschaften wie die Linienstärke und gehört auf einen bestimmten Layer. Wir können uns diese Eigenschaften ansehen und ändern, wenn wir es wollen. Das gleiche Dialogfenster steht auch für Blöcke und andere Werkzeuge zur Verfügung, die der Palette hinzugefügt werden. Lassen Sie uns dem Werkzeug einen entsprechenden Namen geben und es ausprobieren. Beachten Sie, dass der Layer 0 aktiv ist.
Deshalb sollten gezeichnete Elemente normalerweise auf diesem Layer erstellt werden. Unser Werkzeug hat aber einen vordefinierten Layer Wände und verwendet diese Einstellung, die wir gespeichert haben, einschließlich der Farbe und des Linientyps. Mit diesen Schritten können Sie leicht Ihre eigenen Werkzeuge erstellen. Öffnen wir nun eine neue Zeichnung. Beachten Sie, dass es hier keinen Layer für Wände gibt. Trotzdem kann man das Werkzeug Wand, das wir erstellt haben, in dieser neuen Zeichnung verwenden. Mit diesem Werkzeug wird der fehlende Layer erstellt und das Objekt behält die Linienstärke, den Linientyp und die Farbe, mit der es gespeichert wurde. Drag and Drop ist die einfachste Methode, Blöcke in der Werkzeugpalette abzulegen, vorausgesetzt, Sie verwenden diese Palette nur für sich selbst. Wenn Sie Ihre Palette mit anderen Anwendern teilen wollen, denken Sie daran, dass die Blöcke extern referenziert sind und auf anderen Rechnern gegebenenfalls nicht gefunden werden können. Die Lösung dafür, die auch AutoCAD nutzt, ist, die Blöcke auf einem Netzlaufwerk zu speichern und sie von dort der gegebenen Werkzeugpalette hinzuzufügen. Öffnen wir dafür die Palette Entwurfsressourcen. In dieser Palette können wir Inhalte finden, ohne die jeweiligen Zeichnungen zu öffnen. Ich kann hier zum Beispiel einen bestimmten Block aus einer bestimmten Zeichnung auswählen. Wichtig zu wissen ist, dass ich einen Ordner im Netzwerk auswählen kann, um mit der rechten Maustaste alle darin enthaltenen Blöcke als Werkzeugpalette hinzuzufügen. Wenn Sie beabsichtigen, eine Blockbibliothek zu teilen, laden wir Sie auch ein, sich die neue Trinity-Blockbibliothek anzuschauen, die eine modernere und effiziente Möglichkeit dafür ist. Wenn Ihre Palette fertig erstellt ist, können Sie sie exportieren. Wie bereits erwähnt, verwenden wir dasselbe XTP-Dateiformat wie AutoCAD. Daher kann diese neue Palette mit anderen Benutzern geteilt werden, unabhängig davon, ob Sie mit ARIS Commander oder AutoCAD arbeiten. Um die Werkzeugpaletten besser zu organisieren, können sie gruppiert werden. Hier in der Auswahlliste können wir sehen, dass einige Gruppen für uns erstellt wurden. Die Verwendung von Gruppen lässt uns effizienter arbeiten, wenn wir die Gruppe auswählen, die am besten für unsere aktuelle Zeichnung geeignet ist. Um Gruppen umzugestalten oder neue Gruppen zu erstellen, können wir die Option Palette anpassen verwenden. In diesem Dialogfenster können wir Gruppen definieren und festlegen, welche Paletten in welcher Gruppe zu sehen sind. Wir können die Paletten per Drag and Drop den Gruppen zuordnen. Paletten können dabei in mehreren Gruppen sichtbar sein. Paletten können ganz einfach wieder aus den Gruppen entfernt werden und wir können Paletten auch umbenennen. Schließlich können wir von hier aus eine Gruppe von Paletten oder auch den gesamten Satz an Paletten im XPG-Format exportieren, das ebenfalls mit AutoCAD kompatibel ist.